In der jetzigen Zeit hat sich für viele uns ein bisschen der Alltag geändert und ich dachte, ich nehme das mal als Anlass, euch ein bisschen zu erzählen, wie sich der Alltag bei mir geändert hat. Bis gleich nach dem Intro. Ja, willkommen zu Talk am Sonntag heute am 22.03.2020. Für die, die neu sind, mein Name ist Philipp. Ich sitze hier gerne mal sonntags einfach vor der Kamera und rede vor mich hin. Normalerweise über irgendwelche Themen, die mich gerade interessieren oder Themen, die in den Kommentaren vorgeschlagen wurden. Und ja, manchmal sind meine Erzählungen dazu mit mehr, bisschen mehr Sinn versehen, manchmal ein bisschen weniger. Kommt immer ein bisschen auf den Tag an. Aber ja. Wir haben zurzeit die Phase mit dem netten, ja, halt nicht so netten Coronavirus. Und ist halt so, dass ja mit natürlich einige Einschränkungen mit sich kam. Und ich möchte jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, von wegen, das ist das Gefährliche an dem Virus oder das ist zurzeit scheiße oder so, sondern einfach nur, weil ich glaube, dass wir alle zurzeit versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Wie ich das mache. Also, was mache ich, um für mich selber das Beste aus dieser Situation zu machen? Und da werde tatsächlich, also ich bin jetzt seit einer Woche, halte ich mich auch halt hauptsächlich in der Wohnung auf und bin eigentlich nur noch zum Einkaufen rausgegangen. Und ja, die erste Woche jetzt hier, also also vielleicht erstmal zur Erklärung. Ich bin ja eigentlich Student, aber ich befinde mich jetzt in meinem Hoffen. Also ich bin mir ziemlich sicher letzten Semester und mache Praxisprojekte. Dadurch ist für mich der normale Uni-Alltag sowieso nicht mehr da. Also selbst wenn jetzt nicht die Situation mit dem Virus wäre, würde ich halt keine Vorlesung oder so mehr besuchen, sondern arbeite an einem Projekt. Und das in diesem Projekt ist auch überhaupt kein Problem, Homeoffice zu machen, und das habe ich tatsächlich auch schon länger gemacht. Ich war schon vor 2 Wochen erkältet, habe gedacht, okay, dann wäre es vielleicht nicht so schlau, unbedingt ins Labor zu gehen und dort zu arbeiten. Also arbeitest du zu Hause, und seitdem arbeite ich eigentlich schon zu Hause. Und da ist für mich schon mal das erste Problem tatsächlich. Also es ist nicht so, dass ich überhaupt kein Homeoffice kann, aber ich merke schon, dass ich nicht ganz so effizient bin, nicht ganz so am Ball bin wie im Labor. Also ich mache schon meine Arbeit, komme auch durch, aber ich brauche auf jeden Fall länger dafür. Weil, ja, ich lasse mich jetzt nicht krass ablenken, aber ist halt so. Ich habe festgestellt, dass ich zu Hause langsamer arbeite als im Labor, woran ich auch arbeiten will. Und generell möchte ich mir so eine Alltagsstruktur für die Wohnung aufbauen, weshalb ich auch hingehen werde und entweder heute dann noch oder morgen früh mir mal so einen Plan machen will, was ich am Tag so machen will. Also wo drauf steht, jetzt arbeitest du, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Also jetzt kannst du das machen viel mehr, also wie zum Beispiel Videos aufnehmen und so. Und ja, was mir tatsächlich am meisten fehlt an der ganzen Sache, und ich glaube, das geht auch vielen anderen genauso, ich merke gerade, wie das der Autofokus wieder ein bisschen verrückt spielt. Ich versuche mal ganz kurz neu einzustellen. Momento. So. Ich hoffe, das bleibt jetzt besser. Was ist denn jetzt mit dem Bildschirm da los? Egal. Wir müssen halt das Beste jetzt hier raus machen. Mein Gott, Autofokus. Was soll die Scheiße? Ah, egal. Wo war ich stehen geblieben? Genau, was mir so tatsächlich am meisten fehlt an der ganzen Sache, war halt Sport. Denn zum Hochschulsport geht es natürlich auch nicht mehr, weil das ist auch zu. Und ich bin dann, hab mir jetzt die letzten Tage allerdings mal für zu Hause einen kleinen Trainingsplan erstellt. Was heißt erstellt? Ich habe mich im Internet ein bisschen schlau gemacht, weil ich habe hier Kurzhanteln liegen, was man dann mit denen noch groß machen könnte in der Zeit. Und alles und macht das jetzt alle 2 Tage. Ich habe vorhin zum Beispiel trainiert, um halt zumindest ein bisschen Sportaktivität dabei zu haben noch. Und ich mache mal ganz kurz einen Cut, weil das mit dem Fokus mir gerade echt auf die Nerven geht. Wir sehen uns gleich nach dem Cut wieder.
So, ich hoffe, der Fokus ist jetzt besser. Das ging ja gerade gar nicht mehr. So, Sport. Ich habe mir jedenfalls mit meinen Kurzhanteln ein bisschen mir einen Plan rausgesucht. Dann werde ich auch noch ein bisschen anderen Sport machen. Also außer halt neben den Hanteln irgendwie Bodenübungen und so. Weil man will ja auch fit bleiben in der ganzen Sache. Das Weitermachen, es ist ja so, man darf ja trotzdem noch zum Spazieren gehen und so raus. Ich bin jetzt nicht der riesige Alleinspaziergänger, allerdings werde ich wahrscheinlich nochmal mein Fahrrad ordentlich fit machen und ich kann sehr schön, also ich wohne jetzt nicht so komplett am Stadtrand, aber ich habe es auch nicht so weit, ein bisschen raus und dann mit dem Fahrrad ein bisschen rausfahren, vielleicht zwischendurch, wenn das Wetter gut ist, ein paar Runden drehen, alleine und dabei schön irgendwie einen Podcast hören oder so, ja. Auf jeden Fall damit ist Punktsport abgedacht und ansonsten habe ich mir jetzt überlegt, jetzt ja vor allem abends ist so diese Phase, wo dann so die Langeweile reinkickt, sage ich mal, und man will irgendwas machen und ja, ich meine, wir haben ja den Vorteil, wir haben Internet, wir haben Discord und so, wir können uns mit Freunden unterhalten, was ich auch versuchen möchte auszunutzen, mit denen ein bisschen zocken und so, aber auch, wenn halt mal gerade keiner Zeit haben sollte, werde ich auf jeden Fall, glaube ich, die Zeit in den Kanal tatsächlich reinstecken. Ich habe schon in Battlestar Galactica, Deadlock, dem letzten Video gesagt, dass ich dort jetzt wahrscheinlich vorproduzieren werde. Was heißt vorproduzieren? Ich werde einfach jeden Abend, wenn ich Langeweile habe und niemand meiner Freunde gerade online ist und Lust hat, was zu zocken oder so, werde ich einfach Battlestar Galactica, Deadlock zocken, das aufnehmen und dann schon mal durchhauen, das ganze Projekt, weil ich dann hoffe, dann auf Kapazität für andere Projekte zu haben, dass wir einfach ein bisschen mehr Variation auf den Kanal bekommen. Und auch generell wollte ich gerne mich auch ein bisschen mit dem Kanal beschäftigen. Ja, das ist so mein jetziger Plan. Also ich möchte mir auf jeden Fall einen Plan machen, damit ich so ein bisschen Tagesplan habe, an den ich mich halten kann mit meinem Kram. Das bedeutet, alle zwei Tage Sport machen morgens, dann arbeiten. Und auch an den Tagen, wenn ich natürlich keinen Sport mache, dann halt direkt arbeiten. natürlich Wohnungsputz machen und dann halt fliegt natürlich das, was sowieso für den Kanal gemacht werden muss und dann abends oder nachmittags, je nachdem, halt gucken, dass man ein bisschen zockt, halt schon mal im Voraus ein paar Videos aufnimmt, wenn das Wetter gut ist, eine Runde mit dem Fahrrad raus, eine Runde drehen und so. Ich glaube, das hilft, weil ich bin jemand, ich brauche, glaube ich, schon ein bisschen Variation vor allem. Das ist ja nicht. Die ganze Zeit denselben Trott zu machen, bringt nichts. Und das bedeutet dann vielleicht auch mal am Tag irgendwie, keine Ahnung, 4 Stunden arbeiten, dann mit dem Fahrrad raus für eine Stunde und dann nochmal ein paar Stunden arbeiten und so immer und weiter und so fort. Ja, das ist das, was ich auf jeden Fall machen werde. Ich weiß ja nicht, wie bei euch so sich der Alltag geändert hat. Ich meine, bei euch wird sich wahrscheinlich der Alltag auch krass geändert haben. Wie ihr das macht, weiß, ob ihr schon euch irgendwelche Sachen überlegt habt, Sachen, die ihr, keine Ahnung, ein Puzzle, das ihr schon seit Jahren machen wolltet, für das ihr jetzt die Zeit habt und jetzt jeden Tag in der Bude sitzt und puzzelt. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, wie ihr das macht. Würde mich interessieren. Vielleicht kann man dann ja auch mal so gegenseitig sich so ein bisschen Inspiration ziehen, wie man die Zeit zu Hause verbringen kann und was man so Schönes machen kann, damit einem nicht langweilig wird. Ich meine, was mir tatsächlich echt gefallen ist, worauf ich Bock hätte, aber ich habe leider kaum Materialien dafür hier. Ich suche ja diese Videos und auch, wo Leute durch ihre ganze Wohnung irgendwie eine Kettenreaktion aufgebaut haben, mit Murmeln, mit Dominosteinen und so. Eigentlich, ich hätte voll Bock, ja sowas mal selber zu machen. Jetzt wäre eigentlich die Zeit dafür, aber ich habe leider nicht die Materialien dafür hier. Ich könnte höchstens mit meinen ganzen Büchern irgendwie Domino-Bahn zu machen, aber so weit komme ich damit auch nicht. Murmeln habe ich leider keine. Ich schaue mich da hier nochmal so um. Ne, ich glaube, ich habe hier echt nicht so viel Kram, was man dafür verwenden könnte, leider. Autofokus! Was ist heute los? Ich habe mich schon weiter weggesetzt von der Kamera, damit sie nicht so viel. Egal. Ja, Nee, der lässt ja jetzt ziemlich kurz mal. Ich
Ich überlege gerade, ich habe leider nicht solche Bausteine wie ein Puzzle, was man lösen könnte oder so zurzeit. Vielleicht mal schauen. Ja, ich will jetzt aber nicht unbedingt auch unnötig Kram bestellen, nur um mir die Zeit zu vertreiben. Ah, ich werde schon finden. Ansonsten, ich habe ja auch noch Baba Is You, was ich echt mal wieder weitermachen sollte. Vielleicht mache ich das auch zwischendurch. Mal sehen. Ansonsten werde ich auf jeden Fall auch ein bisschen die Spieleplattform in Beobachtung halten. Wer weiß, vielleicht kommen ja da so ein, zwei Rabattaktionen. Ich meine, wären nicht die ersten Firmen, die irgendwie Rabatte an die Leute zurzeit rausgeben, damit die sich die Zeit zu Hause vertreiben können. Und vielleicht sind ja ein, zwei Spiele, die mich interessieren, die dann günstiger werden, wo man dann zuschlagen kann, die man dann zocken kann. Ja. Nee, aber ich bin mal gespannt, ob mir das vor allem hilft, ein bisschen mehr am Ball zu bleiben, gerade auf den Punkt Arbeit hin und so ein Kram, dass man wenn ich mir halt einen Tagesplan mache mit Punkten, die ich abarbeiten muss und so, ich glaube, das könnte zumindest mir persönlich viel helfen. Ich meine, ja, ist ja jeder auch anders. Andere kommen wahrscheinlich auch ohne so einen Plan super klar. Ich habe halt jetzt festgestellt, dass ich bin jetzt keiner, der komplett durchhängt, wenn er nicht so einen Plan hat, aber ja. Ich laufe auch nicht gerade unbedingt auf 100% meiner Effizienz, sage ich mal. Oder auch nur ansatzweise 90%. Und das möchte ich gerne ändern. Denn es bringt ja auch nichts hier wirklich einfach nur voll rumzusitzen. Hat man ja nichts davon. Das Einzige, was, glaube ich, besser läuft, weil man, also bei mir zumindest, weil ich halt einfach jetzt mehr zu Hause sitze und so, ist der Haushalt. Denn man möchte sich ja auch wohlfühlen und dann zumindest habe ich jetzt schon ein bisschen eher mal den Staublappen geschwungen, ein bisschen gewischt und so, dass das einfach angenehmer ist. Ich meine, zu viel Staub im Zimmer ist auch nicht unbedingt so angenehm, finde ich zumindest. Ja. Ansonsten. Ja, das ist so das, was eigentlich gerade bei mir so ist. Ich meine, vielleicht war es, ich dachte, das wäre mal so ein interessantes Thema auf jeden Fall. Kann natürlich sein, dass ihr es anders findet. Werde ich in den Bewertungen vom Video sehen, schätze ich mal. Nee. Ja, ja, wie gesagt, sagt mir, erzählt gerne, wie es bei euch so abläuft in der Zurzeit, was ihr so gemacht habt. Stimmt, mir fällt gerade ein, ich habe hier noch ein, zwei Bücher, die ich auch lesen könnte, die hier schon länger liegen, die ich unbedingt lesen wollte. Mein Gott, wie viel Kram man jetzt machen kann, der einfach liegen geblieben ist in der Zwischenzeit. Und mal so ein bisschen Papierkram und so. Mir fallen gerade so viele Sachen ein, die ich in meinen Wochenplan, meinen Tagesplan und so reinbringen kann, dass ich das jetzt endlich durchziehe. Oh, ich krieg gerade echt so einen Motivationsschub. Ich hoffe mal, der hält auch länger als ein paar Stunden an. Wäre auf jeden Fall nice, wenn das nicht sofort wieder irgendwie, ja, verschwindet oder so. Ach ja. Ja, wie gesagt, man muss halt das Beste aus dieser Zeit machen. Bringt ja jetzt auch echt nichts zu Hause, einfach rumzusitzen und Trübsal zu blasen. Ja. Ich meine, auch wenn bei mir wahrscheinlich kaum jemand schaut, möchte ich aber auch wahrscheinlich unbedingt mal ein Dankeschön an alle, die rausgeben, die zurzeit den Laden am Laufen halten. Ich werde jetzt keine spezifischen Berufsgruppen nennen, weil ich habe das Gefühl, egal wie viele man nennt, es ist immer irgendeine Berufsgruppe dabei, die man vergisst und die sich dann nicht geehrt fühlt oder so. Und deswegen sage ich einfach an alle, die gerade in Berufen arbeiten, die alles noch am Laufen halten und so. Danke, dass ihr das macht und den Laden am Laufen haltet. Und ich hoffe, zurzeit ist es ja so, dass viele das sagen, hey, danke an diese Leute. Ich hoffe vor allem, dass das, wenn das vorbei ist, auch beibehalten wird. Und nicht wieder dann so, oh, jetzt ist es ja vorbei, jetzt ist mir scheißegal, was die machen. Weil diese Leute, die das jetzt gerade machen, die machen auch, wenn nicht diese Krise ist, eigentlich
einen genauso wichtigen Job. Und nur, weil er gerade nicht so eine Krise ist, heißt das ja nicht, dass man den weniger dafür danken sollte, meiner Meinung nach. Deswegen hoffe ich einfach, dass die Leute dann, wenn das alles vorbei ist, trotzdem an diese Leute denken, die zurzeit so krasse Arbeit abgeliefert haben. Ja, das will ich auch nochmal sagen. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wer diese Videos schaut, wer davon betroffen ist, aber wenn ihr euch angesprochen fühlt dadurch, bitteschön. Ja. Gut. Gibt es sonst noch irgendwas? Ich könnte mal auch ich überlege gerade, ich könnte echt mal arbeiten. Ich habe ja wieder ein bisschen an meinem Schrank. Ich kann ja mit Kreide dran malen, weil ich ja das Haferfolie drüber habe und sieht man ja dann im Hintergrund der Spiele. Und ich habe da jetzt endlich mal das Anno-Bild weggemacht und ja eins für FTL dran gemalt. Das seht ihr dann in den FTL-Folgen, wenn ihr da bei der Facecam in den Hintergrund schaut. Und ich habe nur festgestellt, wie scheiße ich bin mit Kreide zu malen. Vielleicht könnte ich das auch mal ein bisschen üben. Dass ich da nicht nur schneller, sondern auch besser drin werde, damit die Bilder dann im Hintergrund auch schöner sind. Ja, generell, man sehen, die Ecke braucht sowieso noch so viel Arbeit. Vielleicht kann ich ja auch in der Zwischenzeit irgendwie was, keine Ahnung, basteln oder so. Irgendwie einfach den Hintergrund ein bisschen aufzuhübschen. Vielleicht ein paar Sachen umrollen im Zimmer. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Gut, aber ich würde sagen, dann beenden wir doch einfach mal die Folge für heute. Man muss sie auch nicht unnötig strecken. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, wenn ihr mehr sehen wollt. Abonniert den Kanal. Macht selber auch das Beste aus der Situation. Und wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Oder spätestens vielleicht nächste Woche Sonntag beim nächsten Talk. Bis dahin, macht's gut. Ciao.